So, an der Stelle herzlich willkommen zurück. An der Stelle mal direkt noch hinterher. Entschuldigung für die lange Unterbrechung. Das ein oder andere Game hat sich etwas länger gezogen. Aber wir sind wieder da. Das siebte Game unserer Phoenix in der Kalibrierungsphase der Prime League. Ich bin immer noch Catality, aka Jonas, an meiner Seite Mike. Und wie es Hallo. aussieht, die Ready kommen langsam rein. Und wir sind im Let's go. Champ Select. Let's go. Gut, das war zu erwarten. Das war wirklich zu erwarten. Der So, Mann dann begeisterter Jhin Main. muss natürlich jetzt auch sagen, wie nein, damit jetzt outbanned. Ändere gerade die Seiten. So, jetzt passt. Macht Sinn, denn Udurok in letzter Zeit sehr viel Amalsacher spielen, auch recht erfolgreich. Gegen wen geht jetzt dieser Corki? Gegen das Mädchen für alles, gegen Mounty oder gegen Vinein? Gute Frage. Ich würde am ehesten sagen, Monty. So sagen, hier mehr Target als Metabans. Das ist natürlich dann doch eher ein Metaband. Ist aber auch verständlich, man Ja, will den eben. Also, Gegnern ich meine, es ist logisch, nicht wenn Seraphine Soraka geben. du scoutest natürlich vorher die Gegner und wenn du siehst, dein Enemy ADC ist mehr oder minder Jhin OTP slash Main, nimmst du den halt raus. Aber es sieht mir so aus, als wäre Straits Kha'Zix sogar mal Wollte ich gerade offen. sagen. Der ist offen. Frage der Frage ist, geht Jodelmeister jetzt hier gleich für den Kha'Zix First Pick oder Die weißt Frage ist du? natürlich auch, legt Koblenz hier so viel Priority auf den Kha'Zix, um ihn zu first picken. Aber man muss Natürlich. sagen, es ist eine Chance. Weil Stride ist insane auf dem Champion und er ist ausnahmsweise mal offen. Ja, das ist ein bisschen wie BRTT und Draven, würde ich sagen. Genau. Nur halt im Wald. Six, ich Indeed. denke für die Botlane. Und da ist der Kha'Zix wie erwartet. Schönes Ding. Lang nicht mehr gesehen. Oh, und Swifty auch auf seinem Main, dem Bart. Dann leben wir ja gleich wieder im Frontline-Bart. Genau. Wird wundervoll. Bin gespannt, was Jodelmeister sich jetzt hier als Antwort in den Kha'Zix ausdenkt. Lassen sich Zeit und es ist ein Rammus-Pick. Okay. Ist natürlich absolut nicht one-shotbar. Allerdings auch keine Priority. Wenn man richtig Definitiv. für V9 peelt, dann ist der Rammus egal. Gerade ein Bart hat natürlich mit der Ult Möglichkeiten, den Rammus so lange aus dem Fight rauszunehmen, bis er eh schon gewonnen ist. Und dann ist es einfach nur, ja, die Ehrenrunde, den Rammus abzusägen. Dann geht hier für Jhin Agent Bart 2.0. ist eine solide Lane. Ist oppressive. Ja, definitiv. Gerade wenn man auch vielleicht denkt, dass der Six auf die Botlane geht, macht ein High-Range ADC durchaus Sinn. Ja. Mir wäre der Varus zwar lieber gewesen, Aber allerdings, Caitlyn oder Bart die ist Ashe. wirklich eine brutal eklige Kombi. Ja, das ist einfach nur pfui. Dagegen zu spielen macht absolut gar keinen Spaß. Auch wenn man Six spielt, dann geht das. Jetzt für mich nur eine Frage, wie rundet man diese Kombi jetzt ab? Man hat diesen Assassin im Wald, man hat die Oppressive Long Range Botlane. Was pickt man jetzt auf der Toplane? Müsste eigentlich Hard Engage sein. Oder man geht für die Full Pokémon, Mit packt Jace noch den Jace auf die beispielsweise, ja. Toplane und rotzt in die Mitte eine Zoe.
Aber ich denke, mit Camille und Fiora-Band ist es klar, man geht hier Richtung Malphite, Rohan, Maokai, Irgendwas Tankiges. Saiyan. Ich auch stark davon aus, dass man hier Astpick bekommt und man dann auch weiß, wohin der Six geht. Hat Engage. Ja, aber hat Engage auf einem Timer. Ja. Da ist für mich allerdings aber auch der Fiora-Bann etwas unschlüssig. Gut, ich weiß nicht, ob Kriegmarke hier überhaupt Jace spielt. Oh. Oh Gott, der Lung. Der Lung. Das ist natürlich auch ein Beefy Boy. Wenn du dir die Comp anguckst, es fehlt bislang wirklich Schaden, abgesehen von Six. Damit hätte man Reliable Damage. Weißt du, was ich hier sehe? Ich sehe hier Mounty auf der Van Midlane gegen das Team. Das wäre sehr spicy. Absolut Ibble into Six und zerreißt natürlich den Kench, genau wie den Rammus und den Nautilus ohne Probleme. Caitlyn natürlich doch eher schwächer gegen Tanks. Gerade wenn man vielleicht sogar Richtung Lethality geht, man kann halt nur den Six und die Ashe umbringen. Und obwohl der Kench mittlerweile eher ein... Okay. Main Midlane hätte mich auch sehr überrascht in den Händen von Mauti, weil der Mann ist eigentlich absoluter AP-Spieler. Sehr solide auf sehr vielen Mages. Sylas hier aber auch gute Wahl. Ja. Die Rammus-Ult sehr stark auf Sylas. Die Kench-Ult nicht so stark auf Sylas. Six und Ashe natürlich brutal und die Nautilus-Ult kann auf Zeit alleine gewinnen. Ja. Sure. Ich muss aber auch sagen, das Matchup gerade im Early Game absolut widerlich für Sylas. Der Junge kriegt halt die ersten paar Level einfach nur ins Gesicht getreten. Aber es wird auch spannend zu sehen, was er mit seiner Ult machen kann. Es gab ja auch letztes Jahr bei den Worlds in dieser Sylas-Meta ein paar wirklich insane Momente, gerade gegen Ashe, wo die Ashe einfach von ihrer eigenen Ult komplett gesprengt wurde. Ja, weil das AP-Scaling auf der komplett irre ist. Mich beschäftigt immer noch die Frage, wer zur Hölle die Tanks töten soll. Weil früher oder später müssen sie sterben. Aber Nah wird keinen Schaden machen. Strides ist halt gerade in der Situation, in der sie Selfmade im Fnatic gegen TES Game 3 befunden hat. Und Mounty ist... Also Sylas ist jetzt auch nicht wirklich dafür bekannt, dass er ein Tankbuster ist. Allerdings, wenn man die Target Selection gut wählt, was man mit dem Bart natürlich auch kann, dann sind Ashe und Six, gerade dadurch, dass sie nicht wirklich mobil sind, natürlich auch leichte Ziele. Gerade für einen Stride oder einen Mounty. Und ich meine, mit der Comp, die man hier jetzt mal sich anschaut, die Koblenz hier hat, wenn Ashe oder Six eine Bart-Ult abbekommen, die sind absolut tot. Ja, eben. An der Stelle, 2 Minuten sind noch übrig auf dem Spectator-Delay. Wir sehen uns gleich auf Summoner's Rift für das erste übertragene Game des Tages unserer Phoenix. Das ist nochmal ein ganz anderes Level von Damage. Sinyuki geht rein. Six wird absolut gesprengt und damit ist der Reliable Damage auf Seiten von Campus unheraus. Triple Kill an LeBlanc, absolut gigantisch. Sehr schön gespielter Cat. Mundo kann ja auch nichts mehr machen, wird einfach nur runtergelaufen. Es ist ein Quadra Kill für Sinyuki. I don't need witnesses. Hielt sich immer noch gegen, überlebt immer noch. Jetzt ist er tot. 3 Kills für Echo Phoenix, 4 Kills, Sylas pickt den Double Kill ab, Anti-Smoke secured noch den letzten Kill, es ist ein cleanes 5-0 Ace für Echo Phoenix. Wir
Welcher Jungler kriegt als erstes den Kill? Und es ist Strike. Strike kriegt den Kill auf die Palatina und Wallbrusher. Muss gucken, ob er noch ein Enter-Smoke rankommt. Aber es ist ein Double-Kill für Eco Phoenix. Und jetzt sind Wallbrusher und Simba auf der Flucht. Wallbrusher wird es nicht schaffen. Simba kann aber über die Mauer fliegen, aber Strike kommt hinterher. Wir sehen, wo Schwierigkeit macht, ist unterm Fritz. Dann sitzt zwar auf Stride, aber Mounty geht ganz hart rein, kann wieder rausfällen. Mounty kommt da sehr, sehr gut rein. Scatter the Weak, sein Stun-Combo. Und jetzt geht die erste Runde durch. The stage is set. Head of all. Head fight. Head fire. Distract the sun. Over life. Through the dark. I've got my light and now I shine. Yomi will jetzt wieder engage, diesmal ohne Flash. Man kriegt einen guten Engage auf seine Fuji, aber der Ult von Swifty Red perfekt gesetzt. Oh, Triple. Triple Ult hier von Swifty. Ich weiß nicht, was Swifty da in der Bot verloren hat, aber hey, er sah sich da. The end begins. Enforced equilibrium. Ah, DC, nice. So geht's natürlich auch. Wird direkt gefragt, ob hier das Bier geholt wurde. So, machen wir hier mal alles an. Perfekt. So, HOD dürfte passen. Laut Chat war der Mann scheinbar wirklich Bier holen. Man muss Prioritäten setzen im Leben. Ja. Ich denke, einen Strike absoluten Freeze-Frame. Ja, Sam. Ah, okay. Das ja. Ja. War dann vielleicht auch einer der Gründe für die Pause. Interessant, was wir hier haben. Riot? Nee. Doch. Bei mir läuft's wieder. Ja, bei mir läuft's auch. Sekunde 15 jetzt. Ja. So, wenn man sich jetzt hier mal die Runen anguckt, ein paar gewagte Picks, ein paar verständliche Picks. Mounty sehr gewagt in den Six mit Conqueror. Das hätte ich so nicht erwartet. Auch das Dark Seal für mich eher eine Überraschung. Dann Confidence. Stride hier auch mit dem Conqueror dabei. Weil der Junge, glaube ich, einfach schon weiß, dass er früher oder später nicht drum rumkommt, sich mit einem der Tanks prügeln zu müssen. Stride spielt auch tendenziell eher nicht in Full One-Shot Kha'Zix, sondern leicht Bruiser-lastig in Richtung Gore-Drinker. In den Argurin Kha'Zix. Also von daher, dass Conqueror auf Stride nicht die allergrößte Überraschung. Was ich hier tatsächlich auch sehe, was für mich die größte Überraschung von allen ist, Swifty wie auch Merlin, beide mit Guardian. Nautilus und Guardian. Muss man natürlich sagen, extremst gewagt. Gibt dir zwar ein kleines bisschen Peel-Power, allerdings fehlt natürlich, ja, muss hooken. Ja. Er muss engagen. Und da keinen Aftershock zu haben, gerade im Midgame sind die Resistenzen ja dann extremst hoch, ist wirklich vielleicht ein Todesurteil. Wenn er reingeht und wenn er direkt stirbt, ist der halt, ja, stimmt, doomed. Und ich meine, er ist halt auf der Support-Position, also jetzt eben da auf Resistenzen durch Items zu spekulieren, ist absolut unrealistisch. Ja, der Junge wird halt eh arm sein und dann nicht mal mehr das Aftershock zu haben, ist natürlich fatal. Ja. Ich denke auch eher, das war ein Missklick, aber wir werden sehen. Wird sich zeigen, vielleicht wird im Postgame-Screen kurz drüber geschrieben. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen. In der Midlane, Mounty muss sich hier natürlich Poke gefallen lassen. Er gibt sich einfach aus dieser Lane. Nuki geht hier aggressiv rein, dash nach vorne, force den Flash raus schon. Effektives Play mit wenig Investition. Ja. Für mich die größte Überraschung. Hier auch sehr weit vorne am Pressuren.
Wenn ich das als etwas genauer betrachte, das isolierte Top-Lane-Matchup, der Kench spielt Grasp. Und ich frage mich gerade, wie er das procken soll. Da wäre vielleicht ein Spellbook oder auch ein Aftershock sogar praktischer gewesen. Mhm. Weil im Spellbook Endeffekt durchaus machbar auf Tahm Kench. Eh nur die Tank-Optionen. Ja. Da Ziggs und Ashe im Late-Game genug Damage haben, um ein Game komplett alleine zu drehen, beziehungsweise einfach jegliche Fights zu gewinnen. Und der Job von Jodelmeister, Kriegmarke und Merlin eigentlich einfach nur sein muss, tanky zu sein. Ja. Brickmake kriegt hier eine ordentliche Wave reingedrückt. Nuki wird wahrscheinlich ein bisschen die Zeit nutzen, um Vision in den River zu kriegen. Ja. Geht Richtung Scuttlecrab. Ward am Jungle-Eingang ist gesetzt. Ja, auch Rammus zweifelsohne spotten wird, wenn er sich dazu entscheidet, nach seinen Crux zu recallen und die Topside-Scuttle zu contesten. Right dürfte die Scuttle-Bot-Zeit relativ uncontested bekommen. Hat einen 5-Camp-Clear gemacht into Scuttle. Rammus hat sich dazu entschieden, seine Crux zu nehmen. Aber der Mann will nicht nur die Scuttle nehmen. Botlane-Gang kommt rein, aber Jodelmeister ist auch da, springt aggressiv rein und muss rausflashen. Ich muss natürlich sagen, Flash auf Kha'Zix im Early Game nicht unbedingt der allerwichtigste Summoner-Spell. Ja. Oh, Swifty hier mit dem Double Stun. Ignite ist drauf. Frage ist, wird es reichen? Währenddessen Senyuki prügelt sich unterm Enemy Turret mit Crickmake. Oh, ist das close. Oh, not very clean. Ganz knapp rausgekommen. 8 HP. Das war verdammt knapp. Aber Stride ist noch da. Er riecht noch den Kill. Aber ich glaube, die Ashe ist schon zu weit weg. Swifty nochmal den Double Stun. Was kann man hier machen? Merlin wird langsam low. V9 kommt auch dazu, wird aber auch low. Und Stride bekommt das First Blood mit dem W. Viel hin und her gedribbelt, aber am Ende positives Ergebnis für Eco Phoenix. Schau mal auf die Toplane. Senyuki hat mittlerweile schon den doppelten Farm vom Kench. Und die Merlin wird hier gedived. Jetzt gibt's das Play-Safe. Swifty nimmt die Aggro. Oh, kassiert nochmal einen Hook. Stopp. Schade. Smarte Decision, dass er die Aggro genommen hat, weil er war weiter hinten und hätte theoretisch rauslaufen können. Absolut unlucky, dass er da den Hook kassiert hat. Aber auch schön gemacht von Merlin, dass er da nochmal für geht. Und es nicht einfach nur aufgibt, dieses Play. Durchaus. Allerdings muss man auch sagen, macht jetzt nicht den größten Unterschied für die Lane, ein Kill mehr oder weniger auf einem Nautilus. Ja. Allerdings ja, aber besser Kill als gar keiner. Also ich meine. Und auf dem Kha'Zix ist natürlich fatal. Ja. Gerade da die Caitlyn auch noch 15 CS ab ist. Knallt schon rein. Das Shepard. Senyuki hier auch schon fast das erste Plating genommen in Minute 6. Sehr dominante Performance. Bounty hält sich farmmäßig echt sehr solide in der Mitte. Hat sogar einen kleinen Lead gegenüber Ziggs. Oh, Jodelmeister rollt hier rein. Knockup wird noch avoided, aber ich glaube nicht, dass Senyuki da rauskommt. Oh mein Gott, er schafft es tatsächlich. Absolut ausgedribbelt, den Mann. Das sah aus, als wäre er absolut sicher tot. Keine Chance für den. Aber er kam da tatsächlich raus. E-Flash über die Wand hat ihn noch in Sicherheit gebracht. Der Taunt von Rammus unterm Turret ging nicht mehr durch. Sehr clean gemacht von Senyuki. Pete wieder auf die Toplane, um den Farmlead weiter auszubauen, kann natürlich pressuren ohne Ende da oben. Oh, Hook connected auf V9. Aber der Nautilus ist squishy. Hier macht sich das fehlende Aftershock bemerkbar. Der Mann wird einfach nur rasiert. Flash hinterher, Guardian rettet ihm erstmal noch das Leben, aber der Q geht durch. Weiterer Kill an V9. Da sind wir wieder beim angesprochenen Punkt. Kein Aftershock auf Nautilus zu haben, ist fatal. Ja. Hat sich hier wirklich sehr deutlich bemerkbar gemacht. Ging halt rein und war dann tot.
Defontam Kensch da oben gecancelt, kann nicht raus. Währenddessen V9 grabt noch den dritten Kill des Games gegen die Ashe. Crickmake wird oben vermöbelt vom Nah, wird nochmal gefressen, ist allerdings extrem slow. Aber Senyuki wird den Kill nicht bekommen. Oh mein Gott, jetzt wurde er ausgedribbelt. Sehr aggressiv für den Dive gegangen, wurde dafür gepunished. Und das Game steht 2-4. Ja, 2.500 Gold für Minute 8 ist solide. Wobei man natürlich auch sagen muss, vollkommen die Beine brechen wird das Senyuki jetzt auch nicht. Weil er ist halt immer noch ranged und kann immer noch bullien und hat immer noch fast einen doppelten Farm. Vor allem ist er immer noch ein Nah. Ja. Sein einziger Job ist auch nur Engage. Er muss keinen Damage stehlen, er muss nicht ahead sein, um zu funktionieren. Eben. Erster Drake des Games wird collected. Right security den Mountain Drake für Echo Phoenix. Und wie du vorhin angesprochen hast, Drive hier höchstwahrscheinlich mit dem Gore Drinker. Ja. Dadurch Kindle natürlich Gem. Auch eher ein etwas mehr Beefy Boy. Ja. Allein jetzt schon mit dem Kindle Gem und der Axe hat er schon deutlich mehr Survivability, als würde er Full Damage bauen und jetzt direkt in Richtung Serrated Dirk etc. itemizen. Full Damage bietet sich in dem Game auch nicht wirklich an. Ja. Du hast den Six, der einen Sonias baut. Da ist die angesprochene Bartholdt. Wird ein einfacher Double-Stun für Swifty Red. Absolut sicher getroffen. Not very clean. Keine Chance, irgendwie rauszukommen. Stride collected den Kill. Merlin absolut tot. Wird einfach nur noch rumgereicht. Und V9 nimmt sich den Kill. Cleaner Double-Kill auf der Botlane. Und das ist genau das Problem mit der Bartholdt. Wenn die trifft, sind die tot. Hat sogar beide Flash. Prügelt sich wieder auf der Top-Lane. Ist wieder da raus. Aber Jodelmeister ist da. Der Herald kommt auch noch. Warum? Weiß kein Mensch. Wollte mal vorbeigucken. Ja, eben. Aber er kann rausspringen. Aber diese Botlane läuft langsam wirklich absolut aus dem Ruder. Guck dir das an. Wie nein. Drei Level ahead. Ashe kommt auf die Lane, wird sofort fast geone-shottet. Insane Burst hier kassiert, der Hook connectet noch, aber wenn die Ashe noch einen Caitlyn Q kassiert, ist auch die tot. Ja, und es macht sich wieder bemerkbar. Ja, Nautilus fehlt die Tankiness. Er geht rein und kassiert. Oh, Swifty ist da, über die Wand, geht für den Flash Q, trifft allerdings nicht. Ult connected auf Not Very Clean, reicht aber nicht, um den Kill zu securen. Aber Swifty ist hier auf der Jagd, Ignite ist drauf, bekommt den Kill. Merlin kann hier nochmal wie nein hooken, aber es wird ihm nicht mehr das Leben retten. Der Mann hält gar nichts aus, wird hier tot Autotech. Und nochmal zwei Kills für die Botlane von Echo Phoenix. Stride ist da oben etwas in Trouble, kann aber noch rausflashen. Erster Kill wird secured. Crickmake wird hier, glaube ich, auch nicht mehr rauskommen können. Double Kill an den Nah. Mounty gönnt sich noch den letzten. Stride bekommt den Kill darauf. Und weiterer 3-0 Skirmish auf der Topside. 2-11. Ist brutal. Es ist brutal, was hier gemacht wird. Nein, natürlich jetzt mit einer etwas fragwürdigen Itemization mit dem Gale Force gegen die drei Tanks. Allerdings muss man auch sagen, wenn diese Game Pace aufrechterhalten wird, dann werden die nicht mehr tanky. Eben, das ist nämlich der Punkt. Entsprechend. Wenn man das wirklich so weiterspielen kann und weiter immer wieder forcen kann, was man sich definitiv erlauben kann mit den Leads, die man hier hat, dann werden die nicht mehr so tanky, dass das Gale Force ein Problem wird. Gerade wenn ich jetzt an Stride und Senyuki denke, die beide das Potenzial haben, noch einen Black Cleaver zu bauen. Ja. Wer es auch nochmal Pen gibt. Hinein könnte jetzt auch eventuell Richtung drittes oder viertes Item selber noch Lord Dominix einpacken. Und dann hast du keine Probleme mehr mit der Tankiness. Ja. Was man natürlich. Oh, Hinein ist hier ein bisschen in Trouble. Findet sich in einem 1v3. Das überlebt er nicht. Keine Chance, man versucht den Kill an die Ashe zu geben, kommt aber tatsächlich noch raus. Für jetzt, aber es wird nicht mehr reichen. Ja, er hätte dann irgendwie 3-4 Sekunden Flash gehabt. Ja. War knapp. Knappe Kiste, Kill geht an die Ashe. Aber auch sehr fragwürdiges Positioning. Ja. Sehr weit vorne da, währenddessen Crickmake kassiert hier absolut keine Chance, da rauszukommen. Swifty kam nochmal rein, um eventuell nochmal den CC liefern zu können, aber es war gar nicht mehr nötig. Die Sache Swifty mit dem halt Gale Force auf V9 ist natürlich. In so Situationen wie vorhin, als Ashe auf die Lane kam, in die Trap gelaufen ist und geburstet wurde, das ist mit Gale Force natürlich ein garantierter Kill. Das durchaus.
muss aber auch sagen, wenn man sich dann in solchen Situationen wiederfindet, wie der in die, wie nein, gerade geraten ist, dann hilft ihm auch kein Geld aus. Ja, das stimmt. Da hat auch die extra Mobility nichts mehr gebracht. Drei Leute von drei Seiten. Ein interessanter Platz als Caitlyn, an dem er da stand. Muss auch sagen, der Sile ist ahead. Ja. Und nächster Drake in 30 Sekunden. Und den kann man eigentlich auch wieder gnadenlos forcen. Währenddessen Enchanted Crystal Arrow trifft nicht. Liegt hier mal durch die Midlane. Ist wie der Herald, hat auch mal Hallo gesagt. Genau. Ja, man spielt auch langsam um den Drake rum. Der Caitlyn Damage ist absolut insane. Und die Naughty Soul fliegt noch hinterher. Boom. Kill an Mounty. Den Yuki schlägt sich wieder auf der Toplane. Sind halt Toplaner. Ja, eben. Aber inzwischen gewinnt er das wirklich solide, auch im 1v1. Bartult trifft wieder auf Not Very Calm. Trap sitzt wahrscheinlich schon drunter. Root geht durch. Holy moly, ist das ein Schaden. Absolut keine Chance. Nautilus, fast genauso squishy wie Ash. Vollkommen geschenkter Double Kill für V9 hier. Na, pusht hier weiter die Top-Lane. Craigmake sieht schon ein, dass es schwer wird, auf der Lane zu farmen. Nächstes Turret für Senyuki. Versucht sich hier jetzt am Jungle. Knock-up geht durch, aber sieht man noch so aus, als könnte Senyuki das ich gewinnen. Ich glaube, Senyuki verliert das aber. Aber man spuckt ihn einfach allgemein aus. Ja. Das 1v2 wäre, glaube ich, etwas risky. Scheint hier noch für den Kill greeden zu wollen. Währenddessen Mounty flasht hier noch Vodarok hinterher. Keine Chance für den Mann, wird absolut rasiert. Low ist drauf auf Senyuki, aber die Naba fühlt sich langsam. Hätte wieder die Ult zur Verfügung. Mounty ist noch da. Es kann sein, dass man versucht, das zu drehen. Ult trifft aber nicht gegen die Wand. Aber da ist der Crystal Arrow. Mounty ist zur Stelle. Engaged auf Merlin. Aber Jodelmeister kommt auch noch rein. Knockup geht durch. Und ich glaube, Mounty ist hier tot. Senyuki. Das war zu deep. Oh mein Gott. Enchanted Crystal Arrow trifft. Bart Ult wird geflasht, aber er trifft noch den Double Stun. Es könnte gut sein, dass Senyuki hier wieder rauskommen kann. Oder? Oh, man dribbelt den Rammus nochmal aus. Absolut schön gemacht. Der Mann erfindet hier Kombos, die gibt's gar nicht. Ja. Der lässt sogar Naso aussehen, als wäre der irgendwie... Das ist wild, was der macht. Swifty hier immer noch am Pressuren. Versucht so obnoxious wie möglich zu sein auf seinem Bart. Heute aber noch nicht wirklich oft in der Frontline gewesen. Genau, das muss man ihm lassen, ja. Auch wenn man sich Senyukis Items hier anschaut, er geht hier für das Woods End. Sehr aggressive Wahl der Items. Allerdings in einem Game, in dem man jetzt schon 13.000 Gold erhält ist. Ja, das ist halt einfach nur brutal. 5:0 Turret. 16, das ist gnadenlos. Da kann man sich aber auch als nah leisten, so zu bauen. Ja. Der Nautilus hält nicht aus. Wird absolut rasiert von Stride. Ich hatte eben im Champ Select noch gesagt, es wird wirklich schwer für Stride, den Nautilus zu assassinaten, aber ohne Aftershock und so far behind und auf der anderen Seite Stride so ahead, der Mann kann sich eigentlich fast alles erlauben. Ja, aber ich glaube, jetzt hat er sich gerade überschätzt. Nee, das passt. Senyuki ist wieder zur Stelle. V9, Auto-Attack permanent durch über die Wand. Weiterer Double-Kill an Stride. Man dived hier in Minute 16:30 quer durch die Enemy-Base. Botlane wird eingerissen werden. V9 ist in der Mitte, drückt die Wave rein. Mounty auf der Toplane drückt da die Wave rein. Das ist einfach nur systematisches Ausbluten lassen hier. Senyuki immer noch in der Base, Hook connected. Aber der Hook hat ihm das Leben gerettet. Er ist nicht in die Sitzung reingekommen. Aber kommt er da raus? Ja, aber der Slow von Ash ist zu brutal, er wird hier down gehen. Ah. Währenddessen, aber wie angesprochen, V9 und Swifty reißen hier die Midlane ein. Enchanted Crystal Arrow trifft nicht, müssen aber glaube ich langsam sehen, dass der wegkommt. Oh mein Gott, der Rammus wird absolut zerstört. Er ist in die Trap reingefahren. Ja, Merlin ist auch in Trouble, hält wieder absolut nichts aus. Der Damage ist komplett insane und das könnte wieder ein Pentakill werden. Vielleicht sehen wir wieder ein Penta. Es ist schon der Quadra. Kann man Crickmake hier noch catchen? Quadra-Kill für V9 und es ist ein Pentakill in seinem ersten Game. Absolut brutale Performance hier. Vollkommen zerrissen. Und der Gold-Lead nimmt hier Formen an, das ist einfach nur astronomisch. Ich glaube auch, das war Game. Ja.
Also man wird den Nexus hier jetzt noch nicht explodieren sehen, aber Ja, bei aber es hat dem Gold also, was hier. hier gerade betrieben wird, das hat fast was von Spawnkillen. Ja, das ist übel. Das ist einfach übel. Muss auch sagen, die Chancen, dass man hier jetzt noch irgendwie ein Comeback hinlegt, sind, denke ich mal, sehr, sehr nahe Null. Ja. Und Man ich hat meine, auch zwar was du den eben Six, angesprochen aber. hast, dass sie nicht mehr ihre Tankiness erreichen. Du siehst ja selber, der Rammus fährt in eine Trap und wird von Caden komplett weggeburstet. Ja, das ist aber auch 1 gegen 3 Items. Ja. Der Rammus hat nicht mal Schuhe. Eben, Caden das hat ist 3 das Bullet Problem. Items. Sie sind einfach so weit behind, dass die Tankiness, die ihre Picks rein auf dem Papier haben könnten, einfach überhaupt nicht durchkommt. Six nicht mal mehr ein Mythic als Midlaner in Minute 18 ist natürlich auch fatal. Ja. Der Kench auf der Toplane nicht mal dreistellig CS. Oh, Vodok ist hier wieder in Trouble. Brutaler Damage von Stride flasht hier nochmal quer durch den Fight, aber es wird ihm nicht das Leben retten. Stride wieder Godlike. Enchanted Crystal Von Arrow den Nines Connect auf war ein Enkindu bisschen wird auch wenig. down gehen, aber jetzt ist Mounty zur Stelle. Währenddessen wird Merlin wieder von Stride verprügelt. Absolut keine Tankiness. Swifty ist da, stunt nochmal quer durch. Senyuki prügelt sich noch mit und es ist wieder ein Ace. 7 Jetzt zu war es wirklich 33. recht sicher, das Game. Ja. Ich denke, man wird es jetzt auch finishen. Ja, eben. Man hat zwar einfach noch 5 Sekunden auf dem Six, aber der hat immer noch keinen Mythic. Ja. Und, Das ja. reicht auch nicht zum Brave Clearen. Er ist so far behind, der kann 18.000 nicht mal mehr Gold auf die Lead. 12 gehen. Vielleicht finisht man sogar noch vor Minute 20. Oh, Schlecht sicher. Mounty. Versucht hier zu Fountain Diven. Crystal Arrow connected nicht. Man wird nochmal versuchen, ein paar Kills einzusammeln. Senyuki dived hier rein. Kriegt nochmal einen 3-Mann nah zurück. Wird Aber aber mich Swifty eher muss hier. Ja. ausgehebelt. Er hat den Frontline-Bart gemacht. Ja. Musste ja auch mal wieder sein. Genau. Es gehört einfach dazu. Aber gut, man muss auch sagen, mit dem Gold-Lead, ein Throw ist das Nein. jetzt nicht. Lass sie das noch 3, 4 Mal machen, dann ist es eine. Bezweifle mal stark, Sozusagen dass das passieren wird. Six wieder tot. Immer noch kein Mythic. Jede Menge Zeug im Inventar, alles angefangen, kein Item fertig. Die Ashe jetzt allerdings schon auf 2 Items, hat auch mittlerweile 6 Kills. Geht hier aber für das Blade Second. Guck dir diesen Kench an. Ja. Der kriegt True Damage. Holy moly, der Damage wird hier einfach noch runtergelaufen, aber Rammus rollt wieder rein. Muss Ja, der halt rollt aufpassen, durch. dass er Der nicht rollt wieder in mit eine rein. Trap rollt, sonst rollt er nicht mehr. Ja, eben. Jetzt rollt halt wieder direkt in den grauen Bildschirm. Oh, Henkindu frisst hier wieder eine Ashe Ult. Oh, der Damage gegen Jodelmeister, absolut brutal. Ist hier in einem 1v5, nimmt trotzdem noch einen mit. Wie fett ist dieser Mann bitte? 16 Kills, Merlin wieder absolut gar keine Chance irgendwie zu engagen. Fehlt jegliche Tankiness, noch ein Kill auf Stride. 10-0 Kha'Zix. Das ist Das übel. ist einfach nur brutal. Ja. Du merkst, dass ein Game Over ist, wenn du so fett bist, dass die KDA von deinem Jungler aussieht wie ein Minecode. Ja. Und damit killt man den Nexus, das Game is over. Absolut gigantischer Goldlead von 18.000 und ein Finish in Minute 21. Brutal. Solide. Damit stehen die Phoenix 4-3 in ihrer Kalibrierungsphase. Wir sind gleich zurück für das nächste Game. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt dran und bis gleich.